Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 6. Februar 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute auch mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, heute Mond in der Jungfrau, ist mir bewusst geworden oder bewusst gemacht worden, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, auch Fehler machen kann. Das macht ja auch nichts, wenn man denn darauf hingewiesen wird und diese korrigieren kann. Dafür ist der Mond in der Jungfrau sehr gut geeignet, wirklich ganz genau auf bestimmte Dinge zu schauen und dort vielleicht auch Detaildinge zu sehen und korrigieren zu können, die man sonst vielleicht in der anderen Konstellation nicht sehen würde. Wenn es also in diesen Tagen, heute und morgen, um bestimmte genaue Dinge geht, Mond in der Jungfrau für technische und andere Dinge sehr, sehr gut geeignet. Heute Abend wird perfekt die Opposition der Sonne im Wassermann und Jupiter im Löwen. Ich sprach gestern beim Tageshoroskop ausführlich darüber, dass diese Energie eine gewisse Euphorie oder Übertreibung mit sich bringen kann, die allerdings hier durch den doch eher nüchternen Mond in der Jungfrau, wir können sagen, Gott sei Dank etwas gebremst wird. Hier müssen wir also wirklich aufpassen, dass uns wie gesagt, die Euphorie oder die Übertreibung nicht zu Dingen veranlasst, die dann realistisch in den nächsten Tagen nicht zu halten sind. Andererseits kann das natürlich auch einen gewissen Schwung geben. Auch wenn Jupiter rückläufig ist und dieser Schwung sich nicht lange tragen wird, ist es ja trotzdem schön, diesen Schwung auch zu erleben. Also auch hier vielleicht auch ein Tag, wo es an der einen oder anderen Stelle auch Momente der Fülle geben kann. Jupiter ja auch das Sinnbild für Religion und Sinnhaftigkeit, also auch ein Tag, wo wir mal schauen können, was für uns eigentlich wirklich Sinn macht in unserem Leben. Genaueres, wie gesagt, im Tageshoroskop von gestern, vom Donnerstag. Dann ist es so, dass am Montag ganz früh, also darauf hinlaufend, die Venus hier in Konjunktion mit Chiron in den Fischen tritt. Ein Aspekt, den Mars schon gemacht hat, auch hier weiterhin ein Aspekt, der uns auf mögliche Verletzungen hinweisen kann. Bei Venus sicherlich mehr auf die sanfte Art. Das können hier Verletzungen sein, die im Beziehungsbereich sind, die im sexuellen Bereich liegen, die damit zu tun haben, dass uns vielleicht die nötige Anerkennung oder die nötige Zuwendung fehlt oder dass wir in unseren Erwartungen enttäuscht werden. Also durchaus eine sehr starke, sensible Note, die allerdings auf Venus Chiron auch auf mögliche Heilung hinweist. Wer also an diesem Wochenende mit Heilenergien arbeitet oder etwas an seiner Gesundheit tun will, ist das sicherlich sehr gut geeignet. Heute und morgen noch Mond in der Jungfrau, auch eine sehr gute Stellung, die für die Heilung und Gesundheit steht, für Ernährung und ausgewogene Lebensweise. Dazu Venus Chiron, das Schauen, wo sind bei mir halt in meinem Energiekörper Löcher, wo kann ich etwas tun, um ganzheitlicher zu werden, um alte Verletzungen zu heilen, körperlich, seelisch, geistig. Dafür sind sicherlich diese Tage sehr, sehr gut geeignet. Ja, wie gesagt, der Mond hier abnehmend in der Jungfrau wird dann erst am Sonnabendabend um 19:15 Uhr, also 19:45 Uhr, in die Waage wechseln. Das Begegnungszeichen im Tierkreis, wo es im Grunde darum geht, dass wir uns nach der eher introvertierten, auf uns selbst bezogenen Phase mit dem Mond in der Jungfrau, dass wir uns für andere Menschen, für Kontakte und Austausch öffnen, dass wir anderen begegnen und aus der Begegnung halt auch etwas für uns ziehen. Mond in der Waage passt natürlich gut zur Sonne im Wassermann, die hier doch ein bisschen einsam stand. Das heißt, der Sonnabendabend und auch der Sonntag gut geeignet für etwas zu machen, mit Menschen zu machen, uns mit Menschen auszutauschen, in den Kontakt zu gehen, wirklich auch offen zu sein für das, was andere Menschen mir zeigen oder sagen.
wollen, da kann es am Sonntag unterschiedliche Möglichkeiten geben, diesen Bereich sehr intensiv leben zu können. Auch dann der Montag, wo es ja dann das nächste Tageshoroskop gibt, noch im Zeichen des Mondes in der Waage. Der Mond wird erst am Dienstagmorgen gegen kurz nach 8 in den Skorpion wechseln. Ich wünsche uns allen ein schönes, entspanntes Wochenende und sage Tschüss. Wir hören und sehen uns dann am kommenden Montag wieder. Bis dahin, alles Liebe.